Herzlich willkommen zu meiner neuen Reihe Mysteriöse Orte, antike Rätsel. Beginnen möchte ich mit dem berühmten Angkor Wat. Es ist ein Wunder aus Stein. Fünf verschnörkelte Türme ragen aus dem Urwald im Norden Kambodschas hervor, als Zentrum einer Tempelanlage aus zigtausend exakt behauenen Felsblöcken, verziert mit Porträts hinduistischer und buddhistischer Gottheiten. Angkor Wat gehört zu den wohl berühmtesten Sakralbauten der Welt, geschaffen für die Ewigkeit. Zwischen 1113 und ca. 1149 ließ König Suryavarman II. Den gigantischen Tempelkomplex mit seinem 42 Meter hohen Zentralturm, der die Achse des Universums symbolisiert, als Heiligtum für den Gott Vishnu und als Begräbnisstätte für sich selbst errichten. Dafür musste der Herrscher enorme Ressourcen mobilisieren, Hunderttausende von Arbeitskräften einsetzen und koordinieren. Eine derartige Leistung konnte nur eine außergewöhnlich mächtige Hochkultur vollbringen. Suryavarman herrschte über das Königreich Kambuja, auch das sogenannte Khmerreich genannt, dessen Kapitale Angkor war. Übersetzt heißt das schlicht einfach nur Stadt. Kambuja erreichte unter Suryavarman um das Jahr 1200 seine größte Ausdehnung, reichte weit bis ins heutige Thailand, Vietnam und Laos, bis hin nach Myanmar und Malaysia. Die Anfänge dieses Imperiums liegen im Dunkeln. Fest steht aber, im Lauf des 9. Jahrhunderts wurde das Gebiet, das in zahlreiche Kleinfürstentümer zersplittert war, geeint und um das Jahr 900 herum Angkor gegründet, das für 500 Jahre fast ununterbrochen die Hauptstadt bleiben sollte. Dieses Angkor gilt als größte vorindustrielle Stadt der Welt mit 600.000 bis 1 Million Einwohner, so die Schätzungen. Der Wohlstand der Khmer hing vom Wasser ab. Der rechtwinklige Wassergraben um Angkor Wat herum war Sinnbild für den Urozean, aus dem alles Leben entstand. Auf schnurgeraden Kanälen transportierten die Einwohner mit Flößen Steinblöcke für die Tempel fast bis auf die Baustelle. Vor allem aber braucht Reis, die Hauptnahrung der Khmer, sehr viel Wasser. Ab dem 14. Jahrhundert verfiel das Großreich allmählich. Seine Könige zogen oder flohen nach Süden, wo sie von der heutigen Kapitale Phnom Penh aus über ein bescheidenes Gebiet herrschten. Angkor verödete, der Urwald eroberte sich die Stadt und die Tempel zurück. Warum das Reich so sang- und klanglos unterging, ist bis heute ein Rätsel. Wahrscheinlich kamen mehrere Faktoren zusammen. Im 14. und 15. Jahrhundert überfielen die Thai feindliche Nachbarn, mehrmals das Angkor-Reich. Mittlerweile konnten Forscher aber auch Klimaschwankungen in Angkor und der Umgebung für jene Zeit nachweisen. So wechselten sich Dürreperioden und extreme Monsunregenfälle ab. Möglicherweise haben sie das überlebenswichtige Bewässerungssystem zerstört. Fünf Fragen jetzt zu Angkor Wat, das bis vor 600 Jahren doch das Zentrum dieses Khmerreiches in diesem heutigen Kambodscha war. Eine verschwundene Ruinenstadt mit aber mehr als 1000 Tempeln. Wir führen uns das nochmal vor Augen. Warum ist eigentlich Angkor so berühmt? Weil Besucher den Eindruck haben, in eine fremde, zauberhafte Welt einzutauchen. Mitten im Dschungel erheben sich riesige Tempel mit Türmen, die an Tannenzapfen erinnern. Mächtige Würgefeigen überwuchern die alten Mauern, die mit Tänzerinnen, Kriegern und riesigen Köpfen verziert sind. Und überall gibt es glatte Wasserflächen, in denen sich ganze Pracht widerspiegelt.
Und wer hat diese prächtigen Stätten jetzt nochmal erbaut? Also, Angkor wird im 9. Jahrhundert Zentrum des Khmerreiches. Das liegt etwa auf dem Gebiet des heutigen Kambodscha. In den folgenden Jahrhunderten erweitern diese Khmerkönige die Stadt immer und immer weiter. Im 12. Jahrhundert entsteht die Tempelanlage Angkor Wat, die wir hier auch wunderbar auf den ganzen Bildern sehen und bewundern können. Ab Ende des 12. Jahrhunderts dann die Palaststadt Angkor Thom. Die Städte wachsen schließlich zu einer regelrechten Megacity zusammen. Zeitweise, wie eben geschätzt wird, hat diese 1 Million Einwohner, so viel wie heute Köln, und mehr als 1000 Quadratkilometer Fläche, und das ist größer als ganz Berlin. Was nochmal ist genau Angkor Wat? Angkor Wat gilt als bekanntester Tempel Angkors und als größte Tempelanlage der Welt, und zwar bis heute. Es ist dem Gott Vishnu geweiht und stellt das Weltbild der Hindus dar. Seine emporragenden Türme stehen für den heiligen Berg Meru, seine Mauern für die anderen Berge, die nach heiligen Mythen die Welt einschließen. Der breite Wassergraben stellt den Urozean dahinter dar. Wie wurde Angkor überhaupt bekannt? Im Jahr 1860 stößt der französische Forscher Henri Mouhot auf die überwachsenen Ruinen. Seine Berichte locken weitere Wissenschaftler und Fotografen nach Kambodscha. Von 1907 bis 1970 befreien französische Archäologen die Stätten von Pflanzen, reparieren Mauern und legen Entwässerungsanlagen an. Im Jahr 1992 erklärt die UNESCO die Ruinen zum Weltkulturerbe. Angkor wird zum beliebtesten Touristenziel. Im Jahr 2015 besuchen mehr als 2 Millionen Menschen diese Stadt. Und die letzte und wohl immer bleibende Rätselfrage bis auf Weiteres ist, warum ist Angkor wirklich untergegangen? Denn darüber rätseln die Wissenschaftler, wie wir ja wissen, immer noch. Fest steht einfach nur, dass feindliche Truppen aus Siam, das ist dem heutigen Thailand, die Stadt ab dem 14. Jahrhundert mehrfach überfallen. Doch wahrscheinlich beginnt der Zerfall von Angkor schon um einiges früher. Australische Archäologen etwa glauben, dass eine Klimaveränderung das Wasser knapp werden ließ und viele Bewohner in andere Gegenden umziehen mussten. Andere wiederum vermuten, dass Krankheiten wie die Beulenpest oder Erdbeben Schuld am Untergang Angkors sein könnten. Vielleicht wurden den Khmer aber auch einfach die Pflege dieser gewaltigen Anlagen zu aufwendig. Wie auch immer, ob wir es eines Tages wissen, wir werden sehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich an alle, die diesen kleinen Beitrag über den mysteriösen Ort, das antike Rätsel von Angkor Wat, zugehört haben, und freue mich schon, wenn ihr beim nächsten auch dabei seid.